So. Lalala. Tier, dafür brauche ich unbedingt den. Oh Gott, wie komme ich an denen ran jetzt? Hilfe! Von oben muss der. Okay, also erst der hier. Nee, geht gar nicht. Es geht nicht. Ich sowas liebe. Es ist mir immer wieder eine Freude. Nee, keine Ahnung. Scheiße. Bin ich gerade echt blöd? Bitte die Frage nicht beantworten. Es geht nicht. Okay, es geht, wenn ich von dem den Strom wegnehme, dann geht das. Okay. Ich dachte ja bitte, gar keine Zeit mehr. Moment mal. Also, wenn ich da jetzt Strom reingebe, ne? So hier. Ja, so fast. Haben wir von da Strom. Beziehungsweise brauche ich da aber keinen. Ich brauche da gar keinen Strom. Ich von da Strom. Jetzt habe ich gar keinen Strom. Alter, nee. Leute, macht doch nicht immer so einen Scheiß hier. So, ja. Das ist richtig. Ja. Jetzt haben wir da Strom. Der braucht von hier und von unten... Ah, okay. Jetzt haben wir's. Ich setze den mal ganz kurz außer Gefecht. So, dann ist er wieder ruhig. Dann müssen wir das Ding aufkriegen. Das heißt, wir brauchen von da Strom. Und damit kriegen wir das auf. Und dann das. Und das brauchen wir von dort Strom. Dann leiten wir den Strom einfach ein bisschen um. So. Boah. Uiuiuiui. Und wir können wieder ein bisschen Videos gucken. Schön. Irgendwelche privaten... interessanten Bettszenen oder so. Weiß nicht. Irgendwas in der Richtung wird's wohl sein. Hey, ja, sag ich doch. Hey, Cookie, Cookie! Ich bin ein Wookie, Woo! Ich gebe jetzt gleich ab, Ladies! Ja! Oh, da fliegt wirklich so sein kleiner Freund rum. Hat man sogar gesehen. Ich kann euch nicht mal Unknown. Wie das von unten abtastet, was macht's? Das System scannt seinen kleinen Freund. Das finde ich auch irgendwie cool. Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Na, sag doch immer dasselbe. Wo speichern die das? Na, was hier. Was haben die damit vor? Wie, wo speichern die das? Du guckst es dir gerade direkt an, Freundchen. So. Wieder 20.000 Videos. Mhm. Küsst der gerade eine Kamera? Wie wär's, wenn ich... Hey, du, ey. Ich werde dich jetzt küssen. Danke. Kannst du danach bitte auch die Linse putzen? Das wäre super. Boah, es sind so viele immer. Okay. Komm, mach hin, diese... Was? Geil. Dangerous Sound Level. Ernsthaft? Ruhe da! Ich halte das nicht länger aus! Halt dein Maul! Okay, Entschuldigung, habe ich jetzt gerade abgebrochen. Ich dachte, es ist vorbei. Da haben wir noch nichts mehr. Haben wir alles, gut. Oh, ein Baby. Katie Walker, History Teacher 32. Das war eigentlich schön. Also, doof, dass es gespeichert wird irgendwo.
Wir haben alles und jetzt entriegeln wir auch diesen Bereich. Sehr gut. Jetzt muss ich hier nur wieder raus. Scheiße. Komme ich denn da hinten irgendwie raus? Ich glaube nicht. Der Typ steht da gerade. Wenn ich die alle mal... Oh, dahin locke. Da so. Wenn der sich natürlich umgedreht hat, sonst ist das doof. Obwohl den das wahrscheinlich auch stören wird. Aber ich hoffe, der läuft hin. Das wäre mir sehr lieb. Nee, der läuft natürlich nicht hin. Schade. Okay, das war doof gerade. Das war gerade doof. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Na, das stimmt, da hast du recht. Okay, wir müssen den hier wieder wegbekommen. Sonst kommen wir nämlich nicht um die Ecke rum. Das heißt... Wieder dort ein. Wartet! Da drüben! Ich geb dir gleich eine Reparatur, du verdammtes Mistding! Was ist denn verdammt nochmal los mit dem Ding? Das ist doch scheiße. Für so einen Mist habe ich nicht unterschrieben. Toll. Das war ein schlechtes Timing. Ist ja nichts Neues hier. Das war ein sehr schlechtes Timing. Der Typ muss nämlich weglaufen. Was zur Hölle? Oh nein, der kommt runter. Nein. Durchsucht das Gebiet. Ach, Mann, Leute. Och, nö. Nichts zu sehen, ich gehe weiter. Hier ist nichts zu sehen, ich gehe weiter. Ich glaube, da ist nichts zu sehen, die gehen weiter. Okay, die sind jetzt gerade... Ach, die habe ich jetzt... Au, Backe. Geh nach da drüben. Hier ist nichts, ich guck da drüben. Nicht schlecht. Aber ich bin besser. Was soll das? Haben die mich entdeckt? Ein Anruf, Freund. Ein Anruf und wir sind ein Dutzend Bilder. Pass auf, ich decke euch. Ich habe eine Möglichkeit. Oh. Ich bin so sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werd so schnell nicht müde, Schäfchen. Das ist gut, finde ich gut. Pack endlich ein. Hey, hör zu! Der Auftrag ist noch offen! Will jemand? Bitte! Ja, wie doof kann man sein? Also, Entschuldigung. Seht euch um, er ist hier! Er ist bewaffnet! Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt! Okay. Gib doch Augen auf ihn! Kuckuck, na komm! Nimm eine Granate! Böser Fehler. Pass auf, ich geb euch Deckung. Hey, fuck! Shit. Das Spiel ist aus. Keine Granaten mehr, okay. Wie viel frisst denn der? Okay, der ist gut, der hat Munition. Scheiß machst du. Oh, 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 oh. Hier kommt hier keiner zu Hilfe. Gut. Ich komm dir gleich mal helfen. Warte mal. Das können wir ganz schnell arrangieren. Ich, da drüben hat sich was bewegt. Aiden! Hey, du kommst hier nicht mehr weg. Oh, wecke dich. Granate. Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Nein! Nein! Ich hab doch schon mal gesagt, wie beschissen der Typ ist mit seiner Scheißdeckung. Achtung, Granate!
Gut. Das war so nicht geplant. Aber egal. So, den muss ich jetzt so fertig machen. Hallo. Schalte den. Was hast du gesagt? Ich nehme mal den Ausgang. Hui. Freunde, das war ja ein tolles Treffen. Wo ist mein Wagen hin? Ah, nehmen wir doch die hier. Und entkommen einfach. Obwohl ich die auch alle... Weißt du was, bevor die mich jetzt verfolgen? Ich gehe mir den nochmal ganz kurz holen. Einfach nur als Sicherheit. Sucht weiter. Ja, such mal ein bisschen. Wer denn? Mit wem redest du? Hey, mit wem redest du? Ach so. Gut, machen wir es so. Ah, Bezirkszugang freigeschaltet. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Jo. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. Mein Wagen steht noch da. Okay. Ich finde ja immer noch... Mögliches Verbrechen, ach egal. Ich finde ja immer noch... Er sollte es ihr vielleicht sagen, weil ich glaube, sie ist vertrauenswürdig. Deswegen... Eigentlich könnte man ihr es sagen. Macht mal Platz, Mädels. Psst. Danke. Komm. Ey. Ey. Meine Güte, immer diese Leute. Gut. Ach, da drüben rennt immer noch der Typ rum. Och nö, Mist, jetzt habe ich doch einen Kratzer drin. Okay, wie man so schnell so ein Ding... Nein. ...kaputt machen kann. Ich laber gerade sinnloses Zeug. Ab hier hin und, ja. Auf geht's. So. Das ging relativ gut, glaube ich. Wir haben diesmal alle kaputt gemacht, beim letzten Mal nur einen. Das variiert immer so ein bisschen, ne? Wie der Aiden halt so drauf ist. Das kommt immer so ganz drauf an. So, Freunde. Ja, sehr gut. Okay, wir sind gleich da und dann bin ich mal gespannt. Die als digitale Trips bekannten, bewusstseinsverändernden Erfahrungen. Ah, okay, das ist das. Jetzt haben wir ja selber mal eine Erfahrung ja mitgemacht. Wir gehen jetzt, glaube ich, zu dieser Auktion, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe es zumindest. Die Behörden untersuchen das Phänomen und könnten schon bald einen Verbotsantrag stellen. Warte mal, hier kann ich doch bestimmt irgendwo reinfahren. In den Abgrund, was? Leute, in den Abgrund starten, okay. Dann starten wir mal in den Abgrund. Ich will hier nur mal kurz parken, okay? Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich denke schon, oder? Ich komme hier nicht drüber. Okay, wir beginnen die Mission. Ich dachte, die reden wieder über digitale Trips gerade. Ah, das war ein richtiger Trip. Also ein... Egal. In den Abgrund starten. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. Ah, genau. Okay, das war's. Wir müssen erst... Moment. Nein, ja, gerade jemand ein Bankkonto. Egal. Ich vergaß, dass wir erst noch unsere Identität brauchen. Das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Ich habe schon echt schlimme Autofahrer. So. Ah, da sind wieder Leute mit Waffen. Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Machen wir. Och nö, nicht schon wieder. Und hier auch. Ey, da fehlt noch was von unten. Okay.
Dann machen wir es so. Oh. Okay, es muss schnell gehen. Okay, hat geklappt. Sehr gut. Schauen wir uns um. Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkwürdiger wird, Sir. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Nice. Wer ist es? Okay. Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Einer von einer ganz feinen Sorte, also. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Eliminieren Sie Crispin. Wo ist er denn? Quinn braucht doch das Geld. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Oh, wollte ich gar nicht. Ausschalten. Gibt's hier eine Möglichkeit dazu? Ich glaube nicht. Ey. Der bleibt da stehen. Na, super. Ich glaube, ich muss da einfach rein. So, von der Seite dürfte das ganz gut klappen, denke ich. Guten Tag, die Herren. Wäre echt cool, wenn man von hinten irgendwie reinkommen würde. Aber, naja. Schon wieder sowas. Wie wir die alle ablenken, ich habe keine Ahnung. Jetzt kurze Frage. Können wir von hier? Nein, können wir nicht. Ich muss rein in so eine Kamera wieder. Da oben die zum Beispiel bräuchte ich. Und da war irgendwas mit Hacken. Ich weiß aber nicht, was es ist. Also. Ach, okay. Gut. Ausschalten. Den Typen kann ich ablenken. Ich kann die wahrscheinlich alle ablenken. Gibt's hier nicht irgendwas Cooles, was man machen kann, um die alle wegzulocken von hier? Irgendwas mit den Autos? Irgendwas? Keine Verstärkung rufen, lalala. Interessant. Und wirklich sehr interessant. Also wirklich, muss ich sagen. Keine Verstärkung rufen, bla bla bla. Auto, hier kann ich nichts machen, ne? Nö. Ist gerade ein bisschen eine Plattform. Was soll das hier? Das Auto dreht sich. Was ist denn daran jetzt schlimm? Man hat keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Willst du mich verarschen? Es gibt keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Also man hat keine Möglichkeit, die Leute hier abzulenken. Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich check's nicht. Man hat keine Möglichkeit, die mit irgendwas SMS oder irgendwas abzulenken. Den einen Typen ja, aber das hätte auch nichts gebracht. Mal so eine Frage. Du hast hier keinen Zugang. Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich wirken. Ich fürchte, ich darf dich nicht weiterlassen. Ja, das könnte sein, Freundchen. Das könnte durchaus sein. So, warte mal ganz kurz. Ich habe mal eine Idee. Wir haben doch sowas hier. Ne? Wenn man... Los, kommt erst. Scheiße. Verdammt, ich hab doch alles überprüft. Crispin! So, das hätten wir dann auch.